Und dass der Christoph ein bisschen lebhaft ist, das ist gar nicht das Problem. Aber Sie können sich einfach nicht vorstellen, wie nervig das ist, andauernd von diesen Papierkügelchen getroffen zu werden. Das stört den Unterricht massiv. Also jetzt lassen Sie uns mal sachlich bleiben, ja? Wenn Sie als erwachsene Frau sich von ein paar Papierkügelchen angegriffen fühlen, dann ist das ja nicht die Schuld von unserem Sohn, oder? Ja, wir haben da früher alle mit Papierkügelchen geschossen und haben die Lehrer nicht gleich die Eltern in die Schule zitiert. Sorry, jetzt sind wir mal ehrlich. Wegen Papierkügelchen, das ist doch Pillepalle. Pillepalle? Finden Sie Papierkügelchen wirklich Pillepalle? Okay, also ich rede da noch mal mit Christoph wegen der Papierkügelchen. Ja. Sehr schön. Christoph ruft auch schon mal gerne einfach ungefragt in die Klasse rein. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie laut das sein kann. Gut, gut. Ich werde mit ihm drüber sprechen. Schönen Tag noch.